Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ein ganz besonderes Video zum USMC Desert Sand Kukri. Und zwar ist das ein Video, wie man es nicht macht und wie man es verbessert. Das Design von dem Kukri, sehr geil grundsätzlich. Schöne Form, hier gerade abgewinkelt, schön feine Spitze. Voll hochgezogener Flachschliff, hier den Bogen schön mitgenommen. Das Gewicht könnte ein bisschen weiter vorne liegen, aber auch okay. Nicht so dick hinten, unter 4 mm, super. Also wenn die so dick sind, die Kukris, gefällt mir nicht. Der Griff hier von der grundsätzlichen Form, schön. Hat hinten ein schönes Ende, wo man schön reinfällt. Man kann es auch hinten nehmen, aber macht kein Mensch. Über 30 cm Klinge, 17 Inch Gesamtlänge hier. Ich zeige mal Packung. Packung ist ganz normal. Aber hier steht es, 13 MOV Stahl. Nicht der beste Stahl, aber bei so einem langen Messer und so einem Haumesser ist es in Ordnung, weil er doch relativ tough ist. Ich hätte mir lieber einen 440C gewünscht, aber gut. Griffverarbeitung, man sieht hier ein bisschen Spaltmaße, nicht so schön. Und zwar, hört man das? Ich weiß es nicht. Die Griffe wackeln, die sind nicht ordentlich angeschraubt. Gefällt mir nicht. Nicht gut. Ansonsten Plan. Was sonst noch? An den Griffen erstmal, diese Einbuchtung da, was sollen die? Da, das ist kompletter Quatsch. Und dann dieses Abgefasste, hier 45 Grad, aber diese Kanten hier sind immer noch scharf, vor allem hier. Und hinten kriege ich hier an dieser Ecke, hier hinten und hier vorne, kriege ich einen Hotspot, wenn ich damit arbeite. Scheiße. Dann den Fingerzoll, eigentlich ganz gut, aber den hätte man noch hier ein bisschen gerader machen können. Und man sieht, wenn man fette Finger hat und Handschuhgröße 10,5, dann wird es ein bisschen knapp. Ist halt nicht für die allergrößten Hände gemacht, obwohl der Griff schön ist. So, hier habe ich hinten sogar noch 2-3 mm Platz. Also das ist supi. Wenn man hier reinguckt, dann sieht man es. Da, das Messer ist viel zu dick ausgeschliffen. Hier der Schneidwinkel ist auch viel zu hoch. Das ist insgesamt 45 Grad hier. Der ist auch ungleichmäßig. Hier ist er viel steiler. Das hier geht gar nicht. Das sind über 30 Grad Steigung hier. Das ist nicht in Ordnung. Hier hinten, also die Phase ist auch nicht gleichmäßig. Hier hinten knapp 2 mm, 1,5, hier knapp 2 mm, nach hier wird es immer dünner. Und ab hier haben wir wieder unter 1 mm. Eigentlich würde es ja gar keinen Sinn machen, da wo man schneidet, dick zu machen und da wo man hebeln könnte, mit der Spitze dünn zu machen. Normalerweise, wenn man eine unterschiedlich dicke Schneidphase anbringen würde, extra vorne dick machen, im letzten Zentimeter und hinten, wo man schnitzt, dünn machen. Aber ein Millimeter ist immer noch zu dick. Das heißt, ich werde das Messer überarbeiten, ich werde den Griff anpassen, so dass der weicher ist. Ich werde die Schrauben festziehen, dann werde ich die Klinge besser machen. Aber um nochmal so diesen Vorteil zu haben, das wollte ich euch mal zeigen hier im Video. Also hier sieht man, wie das schnitzt. Meine Hase, mit der ich schon öfter mal gearbeitet habe. Also, es ist Katastrophe und ich bin jetzt hier gerade mit Volldampf am Arbeiten. Also das ist alles, was ich da runterhole. Vergleich. Mieser Vergleich. Ganz mieser Vergleich. Opinel Nummer 12. So. Oh. Der beißt zu tief rein. Das ist den Kristall gar nicht durchgezogen. Weniger nehmen. Aber so kann es aussehen. So, also so sieht es aus, wenn es gut beißt. Und man kann natürlich auch hier ganz normal nicht so viel nehmen. So, oder auch noch mal was anderes, auch modifiziert, aber war auch nicht wie das Original. Bushcraft Beaver, deswegen ist das so ein bisschen außer Wertung. Ist aber auch noch nicht fertig modifiziert. Da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Und der ist das, was ich gerade noch akzeptiere zurzeit an
Schneidleistung. So, der war viel zu dick hinter der Phase. Es war ein Fehlprodukt, dieser eine. Aber statt ihn wegzuschmeißen, kann ich ihn ja modifizieren. Und jetzt hat er 0,5 und dann geht es immer noch viel besser. Jedenfalls über einen Millimeter, teilweise zwei hinter der Phase geht nicht. Mal zur Scheide zu kommen. Die Scheide finde ich ganz gut. Hier überall vernietet. Sehr große Gürtelschlaufe. Hier sieht man sie einmal komplett. Drei Befestigungsschlaufen. Möchte ich schön hier einschieben. Eine zu machen, die unterste, reicht für mich. Also, boah, könnte am besten, glaube ich, wenn die obere zu macht, ja. Man kann ja alle drei zu machen, dann ist das Messer sicher, wenn man es jetzt, wenn man jetzt in den Wald reinläuft, macht man alle drei zu. Ist ganz gut die Scheide. Halt einfaches Nylon. Besser geht's immer. Mal reinzuschauen. Hier ist so eine leichte Einlage drin, aber ist jetzt nichts Dolles, aber ist da. Hacktest mache ich auch noch. So, und jetzt muss ich mich hier anstrengen, dass es auf der Kamera ist. Eben einmal schauen, ob es auf der Kamera drauf ist. Jo. So. Dann einmal. Also, natürlich hackt das Ding. Denn das Ding hat Swing. Da ist ja Masse hinter, ne? Aber das ist noch nicht das, was ich erwarte. So, Part 2. Ein paar Modifikationen später. Neue Schneide. Ein bisschen am Griff gemacht. Es war jetzt nicht die feinste Modifikation für das Allerschönste, aber ich hätte jetzt keinen Bock. Also, wenn man es jetzt ganz fein und super schön machen will, braucht man halt doppelt so lange. Und dafür, dass es ein User ist, reicht das. Also erstmal hier den Griff. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Hier ist alles abgerundet jetzt. Alle Kanten schön rund. Diese Ecken hier, alles hier oben, da wo ich vorher Hotspots hatte, schön rund. Alles abgerundet, so dass man es gut angreifen kann. Die Schneide habe ich modifiziert. Hier hinten ist sie ein bisschen höher, weil es da auch dicker ist als vorne, weil der Schliff hier nicht so hoch ist wie da vorne. Deswegen musste ich etwas höher gehen. Hier ziemlich flachballig, also für alle Experten wissen, was ich meine. Auf Null, vorne an der Spitze ein bisschen kleiner, ein bisschen dezenter. Sehr feine Spitze jetzt, aber noch grob genug. Ja, und jetzt schneidet das Ding. Ich kann es euch mal vorführen. Den Stock, den wir gerade abgeschnitten haben. So. Hier ist er auch ein bisschen harter an der Stelle. Und das Ding hackt richtig rein. Ich weiß gar nicht, wo seht ihr den Baum? Ah, da hinten. Okay. Wenn man hier jetzt in den Baum reinhackt, da geht das auch richtig. So, ich hole euch mal kurz ran. So, up. So. So, hier, so tief sind wir gerade reingekommen. Und jetzt zeige ich euch noch mal eine kleine Praxisaufnahme. So, hier haben wir eine frische Esche und daran kann man immer schön sehen, wie so ein Messer reinhackt, weil das hier ordentlich reinhackt. So, fast durch. Zweiter Schlag, dritter durch. Und der nächste. 1, 2. Da habe ich festgeschlagen. So, und durch. Hier kann man immer ganz gut dann herumschlagen. Aber ich glaube, hier könnte ich schaffen, den einen durch. Na, schade. Also, sieht man, wie tief ich bin. So, ich komme noch einmal. Ah, das
federt zu doll das Holz. Oh. Sehr schön sauber. Hier in Asten, was man eigentlich hauptsächlich mit der Machete machen muss. Das funktioniert so wie hier durch. Schon ein Problem bei der Kamerahalterung. So und durch. Läuft super. So, das Wichtigste habe ich euch gar nicht am Anfang gezeigt, dass sowas geht. Das ist immer ein Beweis davon, dass eine Machete was taugt. Dass dieses Zeug umfällt, wenn man da gegenhaut. Wenn das damit nur umknickt, dann ist die Machete nicht gut. Kommt natürlich drauf an, es gibt welche, die knicken überall um. Da, schön durch. So. So, und jetzt, wo man gesehen hat, dass die Machete sowohl das ganz Grobe als auch das ganz Feine kann, ist mal hier im Vorgriff mal ein bisschen ans Schnitzen gehen. Ah, Hintergriff mag ich lieber. Bin nicht so der Vorgriff-Typ. Dann sehen wir, ist natürlich kein Opinel geworden. Aber für eine Spitze schnitzen. Hier nochmal ein bisschen abschnitzen. So. Mal gucken, ob ich noch ein paar Locken hinkriege. So, ein paar Locken machen. Das kann sie jetzt. Und so ein Schliff, das ist so ein bisschen. Oh, bei Konda ist der manchmal vorhanden. Erst flach und dann balle ich den Rest. Oh, seht ihr, was da jetzt abgeht? Aber kriege ich gar nicht richtig runtergeschnitzt. Das Gute hier ist, man kann dann auch so ein bisschen so arbeiten. Vielleicht eine Hackbewegung. Das Schöne bei so einer schweren Klinge ist, man braucht nicht viel Kraft investieren. Das geht alles leicht von der Hand. Ja, also ihr seht, ein bisschen Modifikation macht das Ding schon viel besser. Kann ich die Machete empfehlen. Für alle, die sie so nutzen wollen, wie sie aus dem Paket kommt, nein. Ganz klar keine Empfehlung. Habt ihr keinen Spaß mit, habt ihr Hotspots an der Hand und schneiden und hacken tut sie auch nicht gut. Natürlich hackt sie, weil bei dem Gewicht, was will man erwarten. Kann ich sie empfehlen für Leute, die diverses technisches Gerät zu Hause haben und Bock haben, sie zu modifizieren? Jo, natürlich. Dann ist das Ding gut. Also wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Kohlziehe-Kuckriechen, die ist auch viel dicker, das mag ich nicht. Und die kostet zurzeit 400 Euro mindestens. Ist natürlich ein besserer Stahl, aber trotzdem, das ist eine ganz andere Preisrange. Dafür ist das Ding ganz gut. Also vom grundsätzlichen Handling her ist das Ding gut. Deswegen kann ich das für solche Leute wie mich jetzt empfehlen, die halt technisch versiert sind, da was dran ändern. Übrigens, der Griff, der wackelt immer noch ein bisschen. Die Schrauben sind leider so scheiß Stahl. Die eine habe ich kaputt gemacht. Hier diese in der Mitte, vielleicht sieht man das ein bisschen. Da habe ich einmal versucht reinzudrehen, habe dann sofort aufgehört, dass die Schraubenkasse nicht los. Die sind wahrscheinlich mit Loctite fest. Wenn du da reindrehst, machst du die Schrauben kaputt. Aber das bisschen wackeln hier, da können wir mit klarkommen. Das spürst du ja nicht beim Hacken. Das ist nur ein Geräusch. Wenn ich hier so dran wacke, merke ich nichts, gar nichts. Ich merke es nur beim Hacken. Ich höre es, merke es aber nicht. Und ist hier sauber. Also relativ. Ja, man merkt es, wenn man drüber fährt, aber ganz leicht. Ansonsten. Der Rest hier, da ist auch ein bisschen
bisschen eine Kante, ja, hier, vielleicht sieht man es jetzt. Ja, ist so eine kleine Kante, ja. Aber spürst du nicht beim Arbeiten, also alles halb so wild. Ja, ich freue mich. Ich habe jetzt mal endlich eine Kukri. Und die kann auch was, also nachdem ich sie modifiziert habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr nehmt was draus mit. Es kommt nicht auf die Schärfe an. Die Schärfe habe ich nicht groß verändert. Ja gut, ich habe nichts stehen lassen. Also ich habe am Ende eine Phase reingemacht. Eben 1200er Schleifpapier. Damit kommst du auch schön in den Bogen rein. Einmal dran her. Schön abziehen. Das reicht, das ist eine Gebrauchsschärfe. Das Ding braucht nicht rasieren. Wofür? Das ist ein Gebrauchswerkzeug. Also 3CR13, da brauchst du gar nicht anfangen, da irgendwie eine besondere Schneidphase drauf zu kloppen. Muss eh nachschärfen. Also insofern läuft das. Ach hier, steht übrigens noch was auf der Klinge drauf hier. Das habe ich gar nicht gezeigt. USMC. Ja. Gut, damit tschüss.